Hallo Leute und damit willkommen zurück zu unserem Fun-Projekt hier im LS19 auf der Felsbrunnen im BGA Hexel Transportverkehr mit dem Andi. Moin! Moin! Wie ihr hört, Andi todsterbenskrank, der hat den Männerschnupfen. Ui, 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 ui. Das war gerade ein Leck und ich rutsch. Ich kann den Hexler nicht mal abschalten. Wieso? Weil es nicht geht. Das hatte ich auch schon mal. Koppelt Schneidwerk ab, dann ist er aus. Ja, habe ich gerade gemerkt. Wir freuen uns alle schon wie doll und verrückt auf den Patch 1.2. Andi hatten im Singleplayer mal kurz getestet. Ich noch nicht. Weil ich da ehrlich gesagt ein bisschen faul bin, so dieses Patchen und wieder zurückpatchen, damit man online spielen kann. Vier Mausklicks. Das ist, sind vier Mausklicks zu viel. So. Ja, wie ihr seht, das ist hier alles nur Feld 6 und es sind geworden knappe 720.000, also knappe 730.000 Liter Häckselgut. Alles aus einem Feld, reicht aber bei Weitem noch nicht, um das Silo hier komplett voll zu machen. Also wir tippen mal so auf 5 Millionen, was hier reingeht. Wobei, das können auch weitaus mehr sein. Wir haben jetzt 730.000 drin. Da das im Multiplayer mit dem Schiebeschild ja nicht so ganz funktioniert, haben wir uns angewöhnt, wir verteilen das einigermaßen mit dem LKW. Das geht mit dem Tempomaten ganz gut. Und fahren dann einfach bloß ein paar Mal mit dem Radlader drüber, dann geht das auch. Dann ist es zumindest verdichtet und einigermaßen eben, dass man drüber fahren kann. Unser sauer verdientes Geld fließt gerade in den Häcksler. Tankst du den Häcksler? Jupp. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, wie ihr hört, der Andi ist hier todsterbenskrank, der hat den Männerschnupfen, das ist so die Vorstufe von der Männergrippe, also die zweite Vorstufe vor dem direkten Tod. Und er hätte gerne rote Tulpen, hat er gesagt. Wir wollten schon den Kranz bestellen. Ja, ich weiß, ich bin böse. Was? Baukosten 4.500? Ich denke, du hast den Häcksler getankt. Ja, und jetzt will ich ihn waschen. Achso. So, was sagt der Zuführbunker? 45.000. Da müssen wir noch nichts nachfüllen, das lohnt noch nicht. Ja, faul wie er war, den Fendt wieder am Hafen Süd stehen lassen. Ich werde mal schnell die Hühner sauber machen hier. Aber ich glaube, wir müssen langsam echt uns mal ein Pickup zulegen, um die Eier hier mal wegzufahren. Das ist ja. Ich wollte einen kaufen, du wolltest nicht. Jetzt trag sie von mir aus zu Fuß zum Händler. Nö, ich kauf neu. Ich kauf ein Pickup. Oder wir warten auf eine große Nachfrage. Dann stapeln wir hier noch ein bisschen an der Seite auf. Das hat der Olli ja schon mal gemacht hier so. Im Jenga-Stil oder so. Keine Ahnung. Der schiefe Turm von Pizza oder so. Wenn ich schon mal dabei bin, mach die Kühe auch gleich mal sauber, ne? Ja, wenn du das sagst. Das leckt hier gerade ganz böse. Die geflügelten Viecher brauchen auch bald wieder Futter, die sind schon dunkelorange. Oh, ja, mache ich gleich. Erstmal sind die Kühe dran. Wenn ich schon mal gerade hier bin.
Danach dann die Rapsernte, ne? Ja, wegen mir. So, gar nicht so einfach. Wir hier haben die Feldspritze geparkt. Welche? Unten. Welche? Den Anhänger. Ich glaube ich. Ja, was hast du da schon wieder gesoffen gehabt? Hast du das Ding schon mal versucht, rückwärts einzuparken? Ja. Wann? Unter anderem, wie ich es gekauft hatte. Wie du es gekauft hattest, stand sie noch unten am Händler. Die hat der Olli nämlich hochgefahren. Ja. Ja. Das Ding hat nämlich ein Knickgelenk. Was unter anderem auch reagiert, wenn man rückwärts fährt. Was man normal eigentlich abschalten kann, genau wie selbstlenkende Hinterachsen, die man eigentlich sperren kann, damit man sie nicht kaputt macht. Also damit man die Reifen nicht kaputt macht. Weil die beim Rückwärtsfahren sofort querschieben würden. Ich hätte hier auch gerade Ballenjenga fast gespielt. Oder Domino, kann man sich aussuchen. Wie? Huch. Geht doch. Ja, wie du siehst, hatte ich deine gepressten Ballen schon eingesammelt. Ich hoffe, das war richtig so. Sinnvoll ist es, glaube ich, ja. Könnte möglich sein. Was ist denn hier mit meinem Ping heute los? Warum? Der springt zwischendurch immer mal so auf 70, 80 hoch. Dann läuft er wieder normal. Macht Windows vielleicht Updates? Eigentlich nicht. Eigentlich oder sicher? Sicher bin ich mir nicht. Ich finde diese Fendt-Raupe vor dem großen Milchfass, das sieht irgendwie zum Schießen aus. Alter, wie viel haben denn die Kühe gefressen? Das ja, da geht ja wirklich noch ordentlich was rein. Wer redet denn für die Kühe? Ich hab gesagt, die Hühner müssen gefüttert werden. So hörst du mir zu. Ich habe gesagt, ich mache erst die Kühe. Naja. Weil das ist aufwendiger. Jetzt muss ich ja mit diesem Riesenanhänger Weizen holen. Warum? Ich bin doch schon auf dem Rückweg. Ja, du hast aber auch keinen kleineren Anhänger oder hast einen Anhänger gekauft? Nö. Bräuchten noch so einen kleinen Kipper hier nur für den Hof hier, für die Hühner. Andi. Dein Helfer macht hier ganz komische Sachen. Warum? Weil der mit dem Grober nicht klarkommt. So. Ach nee, der hängt am. Der hängt am, oder hing am Dingsbums fest hier am Strommast. Weil der irgendwie 5 Kilometer ausholt mit dem Ding.
Welcher Strommast? Ach, der Strommast. Ja, genau, da hat er dran gehangen. Ja, das wird doch der zweiten Bahn besser. Da bleibt er dann bloß an den Bäumen hängen. Ruhe. Jetzt steht der Fendt mitten auf dem Weg. Achso, wir haben ja gar keinen. Wir haben ja gar keinen anderen Hänger hier, Mensch, stelle ich gerade fest. Das ist ja ganz schlecht. Ich fahr schon mal mit dem Drescher hoch, ne? Ja, und ich füttere dann schnell die Hühner. Tue er das. Wenn ihr euch fragt, warum wir den Schneidwerkswagen nicht nehmen, weil man das Schneidwerk nicht mehr runterkriegt, ohne den Hänger umzuschmeißen und das ganze Schneidwerk hinzulegen und was weiß ich. Und ja, wir wissen, dass wir uns wahrscheinlich nur zu blöd anstellen. Aber wenn man hier genau mittig durchfährt und nicht so wie ich, dann passt das eigentlich auch. So, der Raps wird. Die schwarzen Kugeln fließen in den Tank. Kommst du denn? Das ist doch keine Bergsicke. Ein tausender Fan, der muss das können. Der kürzt hier heimlich ab, ich glaub das nicht. Dann fahren wir mal ein schönes Vorgewinde ein. Jetzt gibt Money wieder an. Warum? Weil ich mal was weiß. Ja. Wie viel passen hier rein? 10.000 oder? Glaube ich. Ah, 14, wollte gerade sagen, es könnte ein bisschen mehr wie 10 sein. Ich glaube, Windows macht hier bei mir im Hintergrund wirklich Updates. Oder G-Data mal wieder. Ja gut, wer sowas freiwillig nutzt. G-Data verbraucht beim Spielen viel zu viel Ressourcen. Hat mich persönlich bis jetzt noch nicht so gestört. Ich bin auch auf den Trick reingefallen. Oh, G-Data ist klasse, G-Data ist cool. Gut, vom Preis her passt es auch. Ja, mein Gott, G-Data braucht beim Spielen allein 20% von der Systemauslastung bei mir. So, wenn du die Hühnerchens gefüttert hast, dann kannst du, ne, und so. Dann rette ich erst mal wieder meinen Helfer. Achso. Der hat nämlich Pirouetten mitten auf dem Feld gedreht. Ich sag doch, der kommt mit dem Flug nicht klar.
Mit dem Grober, Entschuldigung. Oder Egge oder was auch immer. Na, sage doch mal. Hallo. Da platzt der Praktikant mitten in der Aufnahme rein. Moin, Olli. Einen wunderschönen guten Tag an die Gesellschaft. Wir kriegen Verstärkung, wunderbar. Das, wo das Video gerade zu Ende ist, aber das ist ja nicht schlimm. Arbeit ist noch genug da. Arbeit ist genug da. So sieht das aus. Es tut mir leid, dass ich erst so spät dazu stoße, nur ich war halt die Vorbereitung für die Beerdigung für den Kollegen hier am Vorbereiten. Also ganz bestellt, Karten. Hör auf, ich war vorhin schon garstig. Oh, es redet schon nicht mehr. Gut, es ist soweit. Der Zettel ist schon geschrieben, er traut sich nur noch nicht umzufallen. So, bevor das Ganze hier eskaliert, die Folge ist zu Ende. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr aus Sympathie für den sterbenskranken Andi gerne ein Like dalassen. Ansonsten gilt natürlich wie immer kommentieren, abonnieren, teilen, alles erlaubt und völlig kostenlos. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.